Es rattert und kracht derzeit im gesamten Linnenbachtal in Gerolstein. Der Grund: unterhalb der Löwenburg, dem Wahrzeichen Gerolsteins, hängen mehrere Gestalten in Blaumännern im Seil und bearbeiten am Felsmassiv, auf dem Überreste der einst mächtigen Burg stehen, das Gestein. Seit geraumer Zeit fallen Gesteinsbrocken von oben herab. Anwohner schützen sich mit Zäunen, aber das reicht nicht. Daher hat das Land Rheinland-Pfalz zum einen die Felssicherung, zum anderen die Sanierung der maroden Burgmauern beschlossen. Kostenpunkt: eine 750.000 Euro. Knapp 1 Million Euro sind bereits in den vergangenen Jahren in den Erhalt der Burg geflossen. Noch 4 bis 6 Wochen benötigen die Arbeiter, um rund 350 Felsnägel im Fels zu verankern und daran das Schutznetz anzubringen. Anschließend sollen noch in diesem Jahr die Burgmauern, die zur Stadt ragen, befestigt werden.